Herzlich willkommen zum ersten Talk im Rahmen der Europäischen Tage des Kunsthandwerkes. Wir sprechen über Kunsthandwerk. Ich darf Sie recht herzlich begrüßen. Diese Europäischen Tage des Kunsthandwerkes gibt es seit einigen Jahren. Seit 7 Jahren ist auch die Sparte Gewerbe und Handwerk mit dabei, mit der Plattform Kunsthandwerk, wo 19 Branchen vertreten sind und 230 Mitgliedsbetriebe registriert sind. Die Themen des Kunsthandwerks sind unglaublich breit, mit viel Know-how, viel handwerklicher Tradition, aber natürlich auch neuen Themen und neuen Gegebenheiten. Und über all diese Themen wollen wir uns unterhalten. Und ich habe das Glück, wirklich wundervolle Gäste hier heute zu haben, die ich mit Ihnen gerne teilen will. Und ich darf sie Ihnen vorstellen. Zuerst Herr Dompfarrer Toni Faber. Dompfarrer zu St. Stephan, auch Domkapitular. Du hast 1988 die Priesterweihe erhalten und bist jetzt das Oberhaupt für uns, das Oberhaupt der Pfarre St. Stephan mit all ihren wunderschönen Dingen, die sie auch zu zeigen hat, muss dieses aber auch erhalten und ich freue mich, dass du heute mit dabei bist. Sehr gerne bin ich dabei. Ich darf auch herzlich begrüßen, lieber Wolfgang Hufnagel, Innungsmeister, Landesinnungsmeister der Goldschmiede in Wien, auch Bundesinnungsmeister, also auch für ganz Österreich zuständig für die Belange der Goldschmiede, aber nicht nur der Goldschmiede, sondern vieler anderer Berufe, die du in deiner Innung hast, auch noch. Bist selbst Goldschmied, hast aber 2 Meisterprüfungen, vielleicht kannst du uns da dann später auch noch was dazu sagen. Danke, dass Gerne. Du da bist. Danke, Marie. Und Martina Hoffinger, ihres Zeichens Vergolderin, auch selbstständig mit einem Atelier. Freue mich, dass du Zeit gefunden hast und dass ihr mit mir gemeinsam plaudern wollt. Der Wiener Stephansdom hat ja eine ganz, ganz lange auch handwerkliche Entwicklung am eigenen Leib erfahren und unglaublich viele Handwerker haben sich im Stephansdom auch verewigt. Und lieber Toni, du warst so nett und hast uns ein bisschen im Dom herumgeführt und ich möchte euch alle einladen, uns jetzt gemeinsam einmal anzuschauen, was wir da im Dom gesehen haben. Ich darf um den Film bitten. Herzlich willkommen bei den Europäischen Tagen des Kunsthandwerks. Jedes Jahr im Frühjahr wird europaweit das Kunsthandwerk ausgerufen, beziehungsweise wir denken darüber nach und schauen nach, welche wunderbaren Handwerkskünste es denn gibt. Und heute wollen wir das im Stephansdom tun. Also kommt's mit und schauen wir mal, welche Handwerker denn hier vertreten sind. Lieber Herr Dompfarrer, herzlichen Dank für die Einladung in deinen, in unseren Stephansdom, einer Sammlung von ganz vielen Gewerken der Wiener Handwerkskunst. Aber du bist ja auch Domkapitular. Kannst du mir erklären, was das ist? Genau, die 12 Vorstände des Domkapitels sind Domkapitulare. Einer davon bin ich, dem ist die wirtschaftliche Leitung des Domes anvertraut. Der Pfarrer, der Dompfarrer, hat die seelsorgliche Leitung, aber zusammen mit allen anderen Domkapitularen versuchen wir, die wirtschaftlichen Grundlagen des Dombetriebs aufrechtzuerhalten, die vielen Millionen Besucherinnen und Besucher willkommen zu heißen, aber auch ständig weiterzuarbeiten mit der guten Wiener Handwerkskunst. Das ist eine große Aufgabe und ich glaube, nicht vor allzu langer Zeit ist auch eine große Aufgabe wieder abgeschlossen worden. Die wunderschöne Orgel, gleich unser erstes Kunsthandwerk, nämlich der Musikinstrumentenbau, der Orgelbau. Möchtest du uns ein bisschen was über diese wunderschöne Orgel erzählen? Genau, wir wollten es genau 75 Jahre nach dem Dombrand am 12. April 1945, am 12. April 2020 vollenden. Es hat dann doch bis zum Oktober gedauert, bis die Arbeiten an der Wiederrichtung der Riesenorgel vollendet waren. Aber jetzt ist sie das größte Musikinstrument Österreichs. Unglaublich und ich bin davon überzeugt, wir finden noch ganz viele andere unglaubliche, schöne Dinge der Handwerkskunst in diesem schönen Wiener Stephansdom. Schauen wir? Gerne. Ja, suchst du Handwerk, dann komm nach Wien, denn da ist das Handwerk zu Hause.
Lieber Toni, du hast vorhin erwähnt, welche tolle alte traditionelle Handwerkstechniken bei der Restaurierung oder bei dem Erhalt unserer schönen Wiener Steffels angewendet werden. Wie könnt ihr das Wissen weitergeben? Wie könnt ihr verhindern, dass Know-how verloren geht? Was kann da die Dombauhütte dazu leisten? Ich glaube, da hat die alte Institution der Wiener Dombauhütte eine ganz besondere Verantwortung. Es kommen regelmäßig auch Mitarbeiter anderen Dombauhütten aus Europa zu uns. Unser Dombaumeister ist gleichzeitig der Sprecher der Dombaumeister Europas und hat hier zum Beispiel mit einem Nano-Cathedral-Projekt europaweit Austausch gepflegt von diesem Wissen der mittelalterlichen Dombauhütten, die hineinragen in die Gegenwart und heute auch ihrer Aufgabe gerecht zu werden versuchen, solche wunderschöne Domkirchen zu erhalten, sehr liebevoll zu restaurieren und wirklich weiterzuentwickeln. Unsere deutschen Brüder und Schwestern haben in der Nachkriegszeit viele verschiedene Methoden ausgewählt und ausprobiert, wo es vielleicht dann doch noch besser geht, haben aber dann reumütig nach einigen Jahren, Jahrzehnten zugegeben, das war zwar eine neue Technik, die aber dem Stein als einen lebendigen Bestandteil des Domes geschadet hat. Und die Art und Weise, einen Domstein zu behauen, wie durch die Jahrhunderte hindurch, seit dem Mittelalter, seit der Romanik, seit der Gotik, wird heute wirklich aufrechterhalten. Das muss auch sachgerecht weitergegeben werden. Ein Mitarbeiter beim Meister muss nicht die Geräte hier zureichen und muss dann danach trachten, vielleicht, wer das falsch gemacht hätte, eine Strafe zu halten. Aber es braucht Professionalität, es braucht Qualität. Und die Freude, mit der unsere Mitarbeiter am Stein arbeiten, ist wirklich beeindruckend. Und einmal im Jahr drücken wir diese Freude auch mit Dankbarkeit aus, wenn wir in den verschiedenen Gewerken zusammen am Steinmetz-Innungsaltar auch einen Gottesdienst halten. Danken für das, was uns möglich war, beten für die Verstorbenen, beten für unsere Arbeit, dass auch weiter etwas hier aufgebaut und erhalten und restauriert werden kann. Und die Ausbildung der Steinmetze hat früher ja fast an die 10 Jahre gedauert. Bevor wirklich jemand so sachkundig ist, die Geheimnisse der gotischen Bauhütte wirklich kennt, braucht es nicht nur 3 Lehrjahre, sondern braucht es längere Arbeit, braucht es Vergleich mit anderen Dombauhütten. Und ich bin sehr, sehr stolz und dankbar, dass wir so viele tüchtige Mitarbeiter auch in der Wiener Dombauhütte haben. Manche, die gelernt haben, von woanders gekommen sind, eigentlich zurück wollten, sind bei uns geblieben. Da haben wir tolle Mitarbeiter gewonnen und die dann durch Jahre, Jahrzehnte unter Beweis stellen, Handwerk hat goldenen Boden. Ja. Wie schön, das auch zu hören. Wir hören immer wieder die österreichische Ausbildungsform, die duale Ausbildung, um die werden wir in der ganzen Welt beneidet. Und offensichtlich ist es nicht nur die Form, sondern auch, was sozusagen vermittelt wird. Und lieber Wolfgang, du hast vorhin erwähnt, ganz zu Beginn ist es ja den Lernenden nicht ganz so gut gegangen, ganz ja. Zu Beginn deines, nicht deines, sondern eures Handwerks. Da hat sie ja wahnsinnig viel getan, Gott sei Dank, und ja. Das ist auch gut so. Was kann ein junger Mensch, der sich mit schönen Dingen beschäftigen möchte, bei euch lernen? Also vielleicht aktueller Anlass, jede Krise ist eine Chance. Wir haben uns Corona nicht gewünscht, aber wir haben auch da gelernt, damit umzugehen. Es ist sehr viel jetzt im Online-Unterricht passiert. Es passiert also, wir greifen auch auf andere Medien zurück. Ich habe zuerst schon erwähnt, es ist ja nicht weniger geworden. Wir müssen ja nicht Handwerklichkeit nicht mehr lernen, nur weil jetzt eine computerunterstützte Geschichte dazukommt. Da muss man schon dazu sagen, die Jungen sind den Alten weit voraus im Umgehen mit dem Computer. Also wenn man versucht, etwas zu erklären, ist es manchmal sehr witzig und die sind schon so flink und fit dabei. Und da habe ich was dort gesehen und da habe ich mir da was zusammengesucht. Also das Lernen hat sich in seiner Art verändert. Eines ist ganz wichtig, gerade bei uns in der Goldschmiederei, es kommen viele auch später zu uns. Okay. Und das ist gar kein Fehler. Also wenn man die klassische Lehrzeit, den Lehrzeitbeginn mit 15, 16 gehabt hat, als ich noch gelernt habe, und ich war schon ein Späteinsteiger, weil ich erst nach der Matura angefangen habe. Und das ist jetzt eher die Regel als die Ausnahme. Dass also wirklich schon noch vielleicht was probiert wird, das Studium versucht wird und gesagt, okay, Kunstgeschichte. Und das ist mir sehr recht, wenn jemand schon Kunstgeschichte studiert hat, weil das bei uns ein ganz wesentlicher Aspekt ist.
und dann zu uns kommt. Oder es gibt dann Mischkombinationen, wo man dann sagt, okay, Goldschmiede lernen und dann gehe ich noch auf die, weiß nicht, NDU und mache auf der New Design University noch Gestaltungslehre extra noch dazu. Da ist so viel da und gerade der Beruf des Goldschmiedens ist ein breit gefächerter und das beginnt dann, dass man sagen kann, man hat diesen klassischen Beruf des Erzeugens, Reparierens. Es gibt aber welche, die spezialisieren sich nur auf das CAD-Zeichnen und sagen, ich bin mit Sicherheit jetzt nicht so gut handwerklich als Goldschmied, aber ich spezialisiere mich auf dieses Gebiet und dann wird ausgetauscht. Oder es gibt die Spezialisierung des Edelsteinfassers. Jemand, der ganz starke Nerven braucht, weil er kleinste Teile der Erdkruste nimmt, die viel Geld kosten und dann mit einem Hämmerchen einfach draufschlagt oder halt nicht draufschlagt. Es ist ein breit gefächerter Beruf und man findet seinen Weg und wir haben auch durchaus konstante Zahlen in der Ausbildung in den letzten Jahren österreichweit gesehen. Und das ist für mich immer wieder schön zu sehen auch, dass wir jährlich in Wien auch Meisterprüfungen haben. Und wir jetzt dann auf 2 Termine pro Jahr umsteigen werden, einen Sommer- und einen Frühjahrstermin machen werden. Und wir haben dann junge Meisterinnen und junge Meister. Und bei uns ist Gott sei Dank der Frauenanteil auch enorm groß geworden, was auch dem Schmuck gut tut. Dem persönlich gemachten Schmuck, wofür er auch immer sein soll. Und da ist das Anwendungsgebiet groß. Also schön, das heißt, Nachwuchs kommt und ist ja natürlich auch jederzeit herzlich willkommen, gehe ich einmal davon aus. Ja, weil wenn man sich vorstellt, also Leonardo da Vinci war berühmt, belächelt, auch verfolgt aufgrund seiner Erfindungen und Apparaturen. Und wenn man sich heute anschaut, ist es ein sehr, sehr wichtiger Beruf geworden. Nämlich, ich darf noch einmal den Mechatroniker hier auch als Beispiel hernehmen, der in vielerlei Form auch gelernt werden kann, in der klassischen Lehre, so wie bei euch, aber auch natürlich in HTLs. Und wenn man da jetzt noch vergleicht, mir hat der Innungsmeister der Mechatronik erzählt, also zu Beginn mussten die Lehrlinge Geld dafür bezahlen, eine Aufnahmegebühr oder eine Aufdinggebühr. Und nur jene Lehrlinge, wo halt die Eltern mittellos waren, hat man dann eine Sonderregelung gefunden. Wie hat sich das gewandelt? Die Lehrlinge bekommen heute wirklich gut dotierte Lehrlingsentschädigungen. Auch bei den Mechatroniker ist auch ein sehr, sehr gut bezahlter Beruf dann als ausgelernte Fachkraft. Also es kann sich da sehr, sehr viel auch weiterentwickeln. Und bei den Vergoldern, liebe Martina, wie schaut es da aus mit zweiten Bildungsweg? Ich glaube, auch du hast zuerst was anderes gemacht ja, und bist dann erst später eingestiegen. Ja, ich habe Kunstgeschichte studiert und ja, das hilft mir jetzt im Nachhinein sehr. Ich bin danach erst in die Lehre zu meinem Vater gegangen und habe dann das Vergolderhandwerk erlernt, nachdem ich das Studium schon fertig abgeschlossen hatte. Und es ist mir eine große Hilfe. Es ist jetzt vielleicht nicht unbedingt die Voraussetzung, um das Vergolderhandwerk zu ergreifen, aber es hilft enorm, weil man halt auch den historischen Kontext gut erfassen kann. Es hilft mir im Umgang mit den Kunden. Wenn ich ein Bauwerk sehe, dann tue ich mir leichter, es einzuschätzen. Es ist aber jetzt nicht notwendig. Aber was ich damit sagen will, ist, man kann durchaus auch als älteres Semester noch mit der Vergolderei anfangen. Und ich finde das auch eigentlich eine sehr positive Sache, weil man mit einer guten Erfahrung schon ankommt. Und das Handwerk lässt sich in jedem Alter eigentlich erlernen. Es braucht ein bisschen Liebe, ein bisschen Begeisterung und diese wächst dann auch mit der Arbeit, weil man ja, so wie das der Toni Faber vorhin so schön gesagt hat, man kommt da in die Demut, weil wir sehr viel mit diesen historischen Dingen zu tun haben und es ist eine große Ehre, dann damit zu arbeiten und das hebt einfach die Stimmung. Auch das Gold, mit dem wir arbeiten, ich bin davon fest überzeugt, das haben nicht nur Generationen vor uns richtig erkannt, das ist auch heute so, das hebt die Stimmung. Und man ist täglich mit diesen wunderschönen Dingen umgeben. Wir haben ständig Gold um uns, Kunstschätze, Kunstwerke, die wir täglich vor Augen haben. Und das gibt einem einfach eine Kraft und eine Freude. Die Macht der Good Vibrations. Absolut, ja.
Ich darf euch noch einmal mit mir gemeinsam in den Stephansdom entführen. Ich hoffe, Sie kommen mit. Und schauen wir doch einmal, wir haben da nämlich noch was ganz was Tolles gefunden, durchaus auch was Neues. Lieber Herr Domfahrer, wir stehen hier vor einem wieder Sammelsurium im besten Sinne an Gewerken, nämlich das Chorgestühl. Ganz viele Handwerke finden sich hier. Kannst du uns ein bisschen was darüber erzählen? Ja, hier im Altarraum haben viele mitgewirkt, dass alles schön ausgestaltet worden ist. Die Tischler, die dieses Chorgestühl nach dem Zweiten Weltkrieg, das Barocke, erweitert haben, um es wirklich funktionstüchtig für alle Gottesdienste zu halten. Die Bodenleger, die natürlich den Untergrund dieses Chorgestühls hergestellt haben. Die Schlosser mit den verschiedensten kleinen Stücken, die wir hier brauchen, um alles zusammenzufügen. Und auch die Glockengießer, die hier diese Glocke da gegossen haben, die geläutet wird während der Heiligen Messe, damit wir zum Höhepunkt wirklich aufmerksam werden. Aber es ist natürlich eine ganz großartige Arbeit der verschiedenen Gewerke, die hier alle zur Ehre Gottes und zur Freude der Menschen zusammengewirkt haben, dass jeden Tag hier 7 Gottesdienste gefeiert werden dürfen und am Sonntag sogar 9. Wunderschön. Der kleine Glockenguss, wenn wir ihn hören, nutzen wir das Gewerk der Tapezierer, indem wir niederknien. Und die große Glocke, unsere Bummerin, hören wir jedes Jahr zu Silvester. Das gleiche Gewerk einmal in klein und ganz groß. Ja, im Chorgestühl haben wir gesehen, gibt es diese alte Tischlerhandwerkskunst. Aber in meinem Rücken ist was ganz was Neues entstanden, nämlich für den Chor, der singt. Eine Mischung zwischen Tischler- und Maschinenbauhandwerk. Hier diese Überdachung, damit sich die Sänger auch selbst hören. Ja, es ist so schade, die Zeit ist so schnell um. Man könnte abendfüllend mit euch über die Handwerkskunst oder das Kunsthandwerk plaudern, Geschichten erzählen. Ich darf mich ganz, ganz herzlich bei euch bedanken, dass ihr euch die Zeit genommen habt, dass ihr Einblick gegeben habt in die Kunsthandwerke und die Handwerkskunst. Lieber Toni, ich darf mich noch einmal bei dir bedanken, dass du uns in den Dom eingeladen hast, und ich möchte auch alle herzlich einladen, geht einmal mit dem Blick, dem suchenden Blick des Handwerks durch den Steffel und schaut einmal, welche Handwerke man denn da finden könnte. Es sind so viele, man kann sie gar nicht aufzählen, ohne dass man sie in der Zeit sprengt. Vielen, vielen Dank, dass ihr mit dabei wart, dass ihr das Handwerk hochhaltet. Und ich hoffe, wir sehen uns bald einmal wieder. Und ich hoffe, wir sehen uns auch wieder. Danke fürs Zuschauen.